Guten Morgen, meine Lieben. Oh, so, ich habe jetzt gerade einen Vlog geschnitten, endlich mal. Ich habe, glaube ich, drei Vlogs und ich komme nicht dazu, die zu schneiden, aber jetzt habe ich sie geschnitten. Ich mache mich jetzt fertig und bin ein bisschen gefrustet, muss ich sagen. Vlog geschnitten und eigentlich bin ich nicht so, aber das hat mich jetzt echt so ein bisschen frustig gemacht. Ich habe gehört, was ist denn mit dir los? Ich habe gehört, ich bin so richtig schön im Shape und bin gut dabei. Und das ist natürlich alles eine Sache der Perspektive. Aber diese Perspektive, als ich das gesehen habe, war ich schon kurz davor zu heulen, ne? Wo ich gedacht habe, was habe ich denn für eine Plauze? Ohne Scheiß. Hat so, oh mein Gott, was ist da los? Ey, dieser verschissene Unterbauch. Das sieht immer so aus. Echt, ich sehe aus wie so ein Troll. Ist kein Scheiß jetzt. Ja, ich habe das Video ja gesehen. Oder habe ich es rausgeschnitten, weil ich mich so geschämt habe. Echt. Ich sehe aus wie so ein Troll. Müssen nur noch so drei, vier Haare da so rausgucken. Ey, dann passt das schon. Boah, ich verstehe das nicht. Das ist echt. Ich liebe mich so, wie ich bin. Wirklich. Aber das hat mich jetzt echt umgehauen, ne? Es ist natürlich immer eine Sache des Blickwinkels, aber so schlechter Winkel hätte mich jetzt schon ein bisschen traurig gemacht. Aber naja, gibt Schlimmeres trotzdem nicht schön, wenn man das direkt so in sein Gesicht kriegt. So, ich mache mir jetzt fertig, wie ihr sehen könnt. Mache mich jetzt fertig. Wir fahren nämlich jetzt zum Ballonmuseum. Ich liebe übrigens, ich bin eigentlich nicht dieser Fan von Essens und so ein Kram. Das ist aber Trended Up, ne? Catrice? Ich weiß nicht, was ist denn Trended Up? Ich habe gar keinen Plan. Auf jeden Fall, das hier, das ist so ein toller Konturenstift, weil der ist so gräulich und der ist mega, der lässt sich super fahren. Und dafür 3 € oder so. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt 3 € kostet, aber kann nicht mehr sein, von wenn das davon links ist. Trended Up. Das war in so einem Päckchen mit drin, als ich mir was bestellt habe. Und dann war das halt so als Geschenk mit dabei. Und da hat die Jonna sich welche genommen und die Farbe hat die mir dann überlassen. Ich habe gedacht, okay, was soll ich denn damit anfangen? Aber das ist echt richtig, richtig gut. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Weil meistens ist bei mir alles zu dunkel oder etwas zu hell oder es sieht fleckig aus. Aber das ist echt, ich bin sehr begeistert. Das ist wirklich, obwohl das so ein Grau ist. Ich bin auch so, ich kann sehr schlecht mit Farben, Unterton, aschig, Graphit, warm, kalt. Also ich bin raus. Das ist das wirklich, was. Ich tue mich da sehr schwer, da was rauszufinden, was ist. Also wirklich, ich merke es auch auf der Arbeit. Ich muss da echt nochmal, wenn da so, zum Beispiel, wenn jetzt jemand so, also ich erkenne schon warme Töne, so, ne? Aber sobald jemand Blondes kommt, und dann gibt es ja Millionen von Blondstufungen, und sobald dieses Wort aschig kommt, da krausen sich mir die Nackenhaare, weil ich genau weiß, okay, ich habe gar keinen Plan, was die meint. Gar nicht. Und da muss ich, glaube ich, irgendwie mal gucken, ob ich irgendwie so ein YouTube-Video finde, wo man nochmal so die Haare und so was alles, Haarfarben und was weiß ich nicht, alles nochmal erklärt, weil ich reiz einfach nicht. Ich reiz einfach nicht. Und ich sehe es auch nicht. Ich sehe es nicht. Und ja, auf jeden Fall ist dieser Konturenstift für mich sehr gut. Muss ich sagen, der ist nicht fleckig, er lässt sich sehr gut verblenden, dafür, dass das so ein günstiges Produkt ist. Ich tue mich da echt immer ein bisschen. Ich habe auch nicht. Doch, ich habe eigentlich genug Zeug hier rumliegen. Aber mit Make-up aus der Drogerie komme ich zum Beispiel gar nicht klar. Überhaupt null. Gar nicht. Also, es macht mich grundsätzlich immer, sehe ich da 10 Jahre älter aus, als ich eigentlich bin. Setze ich überall ab. Ich bin nun mal nicht 20, sondern ich habe leichte Fältchen und das setze ich über, egal was. Ich habe schon so viel probiert. Da ist was für junge Mädels, die nichts haben, die klatschen sich alles drauf, sieht immer gut aus, ne? Aber ab einem gewissen Alter muss man da schon ein bisschen drauf achten, dass man halt nicht älter aussieht. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass ich einfach an sich kein Mensch
keine Frau für Foundation bin. Ich mag das einfach nicht, weil ich ständig in meinem Gesicht rumwurschtel. Meine Kinder früher mir in meinem Gesicht rumgewurschtelt haben. Und zumal ich auch sagen muss, ich bin mit einer sehr guten Haut gesegnet. Von daher liegt es eventuell auch daran, dass ich es einfach auch nicht so extrem brauche. Dementsprechend mein Make-up ist meistens ohne Foundation. Gerade im Sommer sowieso. Ich mache wirklich nur so ein bisschen hier so ein Glow mit rein. Goldig warm, das bin ich. Das passt auf jeden Fall. Und für mich ist das Allerwichtigste einfach Hautpflege. Hautpflege bei mir kommt nichts über Hautpflege. Hautpflege ist heiliger Gral ganz oben. Und dann kommt irgendwann Make-up. Für mich reicht wirklich, wenn ich Rouge benutze. Das ist der beste. Kauft euch alle diesen Rouge hier. Kauft euch, egal welche Farbe. Das ist einfach wundervoll. 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 Ich werde mir auf jeden Fall alle Farben, welche ich mir kaufen, die es davon gibt. Und ja, ich mache es so. So ist es halt. Und Rouge macht bei mir einfach direkt alles aus. Ich sehe fresh und gesund und frisch und nicht müde aus. Und es sieht direkt ganz anders aus. Ich mag das. Jetzt sieht man es nicht so doll, aber ich sehe es hier. Und ich schminke mich tatsächlich jetzt nicht so extrem, dass man das in der Kamera richtig sieht. Weil die Kamera schluckt ganz, ganz viel. Und ich müsste mir jetzt hier noch 10 Dinger drauf machen, damit ihr was seht. Aber ich sehe es hier und die Menschen um mich herum auch. Und das reicht. Ansonsten würde ich mir echt vorkommen wie ein Clown. So, das reicht. Guckt. Das sieht man schon, das reicht. So ein leichter, frischer Glow. Don't judge the mess. Hier sieht aus wie Sau. Ich habe noch Kooperationen, die ich abdrehen muss. Ich muss noch aufräumen, ich muss noch dies. Ich habe aber keinen Bock, jetzt ist heute nur Family Time. Das höchste der Gefühle war wirklich, den Vlog endlich zu schneiden. Und der Rest der Zeit gehört den Kindern. Und jetzt brauche ich noch meinen Augenbrauenstift. Der ist da. So. Also Augenbrauen. Und ein guter Blush. Das reicht schon eigentlich. Das reicht echt schon eigentlich. Auch wenn man eventuell nicht so eine tolle Haut hat. Guckt, dass eure Augenbrauen und Fleek sind. Ihr eine gute... Wie heißt das? Ihr eine gute Hautpflege einfach habt. Und trinkt viel Wasser. Ich denke mir, immer weniger ist mehr. Aber muss ja jeder selber wissen. Also. Ich finde es ja geil, wenn Menschen sich so krass gut schminken können. Die Joanna hat da auch ein Händchen für. Die hat auch ein Händchen für so Farben. Die erkennt sowas sofort. Da ist ein Rotstich drin, da ist Orangestich, da ist Grün, da ist Gelb. Ich erkenne da gar nichts dran. Wisst ihr, wann ich es erkenne? Wenn ich ein Foto von mir sehe. Dann erkenne ich, okay, jetzt sehe ich das auch. Dass das irgendwie rotstichig ist. Oder orange. Aber wenn ich das so an mir auftrage, kenne ich das tatsächlich nicht. So, das war's schon, ey. Mache ich Mascara, machen wir mal drauf. So. Bin ganz gespannt. Ich habe auch schon ein schönes Outfit. Ich werde auf jeden Fall so in weiß-beige gehen. Kann ich endlich meine neue Hose anziehen. Periode ist vorbei. Kann ich auch eine beige Seidenhose anziehen. So. Und nächste Woche kriege ich auch ein Lashlifting endlich und ein Browlifting. Freue ich mich voll drauf. Wir werden uns dann nach der Arbeit alle gegenseitig aufpimpen. Bestimmt lustig mit den Mädels. Freue ich mich wirklich extrem drauf. Aber dann brauche ich nämlich auch keine Mascara mehr, wenn ich das Lashlifting habe. So, da tue ich nämlich auch ein bisschen schwer. Und ich mag Wimpernzangen einfach nicht so. Es sieht schon krass cool aus, aber es macht die Wimpern einfach komplett kaputt, Leute. Ne? Und das will ich halt nicht. Und ja, dementsprechend freue ich mich auf mein Lashlifting. So, jetzt kommt noch ein bisschen hier Bronzer, ein bisschen. Der ist auch richtig gut hier. Der ist, glaube ich, von Lady Gaga. House Labs. Müsste Lady Gaga. Habe ich in Paris gekauft. Aber gibt es, glaube ich, mittlerweile auch hier bei Sephora. Der ist auch richtig schön.
Und da konnte ich mir auch meine Farbe nicht selber raussuchen. Ich habe tatsächlich eine geholt, die mir dann da geholfen hat. Obwohl ich gelernte Kosmetikerin bin, ne? Das lag mir nie. Aber was mir lag, ist wirklich die Hautpflege, ne? So, das war's schon, das reicht. So fühle ich mich wohl. Damit kann ich rumlaufen. So. Tada. Soll ich mich anziehen? Da muss ich noch das Thumbnail machen. Boah, bin ich hell geworden. Das ist so krass. Muss auf jeden Fall wieder ein Glossing drüber machen. Ein braunes. Jo, das ist der Look. Dieser Look hier. Das ist mein Alltagslook, habe ich immer drauf. Mach nie was anderes mittlerweile, seit 2 Monaten jetzt. So, ich habe mir jetzt was ganz anderes angezogen. Eine Jeans, ein Body von Lelune, die grüne Weste, die habe ich jetzt auch noch nicht an. Und die rosanen Sneakers, das Outfit, das ich anhatte, das saß gar nicht. Ich hatte das Gefühl, das hat meinen Unterbauch noch mehr betont. Jetzt liegt der ganze Fokus nur noch da drauf bei mir. Und ja, habe ich einfach umgefüllt. Die war auch viel zu lang, das heißt, wäre die ganze Zeit nur da drauf getreten. Und ja, ich muss die kürzen lassen. Und jetzt habe ich halt die Jeans an. Passt auch. Ja, und jetzt räumt der Dominik gerade das Auto um und wir fahren jetzt los. Ich wollte noch unsere Begleitung schreiben, dass wir die dann abholen, anstatt dass die hier hinkommen. Macht keinen Sinn. Wir holen die dann direkt ab. Jetzt überlege ich gerade, ob ich auch die grüne Brille anziehen soll. Passt auf jeden Fall gut zum Oberteil. Oder lieber schwarz. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich nehme die grüne. Hallöchen! Hallöchen, na? Jawohl! Tada, ging doch schnell! Also die Kamera so komisch. Wir waren jetzt im Ballonmuseum, dazu erzähle ich euch gleich mehr. Und jetzt sind wir ganz spontan beim Burgerfestival in Düsseldorf. Da habe ich mir gedacht, da kommen wir sind eh in Düsseldorf. Fahren wir doch mal dahin. Wir fahren nur 10 Minuten weg davon. Und jetzt gehen wir lecker uns durch Burger durchtesten. So ein Wettbewerb vom besten Burger. Der beste Burger wird da gekürt. Oh, guck mal, da sehe ich doch schon. Kirmes-like. Wieso hast du denn auch ein Eis eigentlich? Weil ich ein Eis will. Aber die Mama hat doch nur 2 bestellt, oder? Nein. Oder habt ihr noch mal ein Eis nachbestellt? Schmeckt? Nein, ne? Schmeckt nicht? Ey, was ist das hier? Wir nehmen den doch dann. Nö. Das ist aber nicht mitteilen. Ja. So, also, ich weiß nicht, was mit dieser Kamera los ist, aber der Bildschirm, der sieht so merkwürdig aus. Ganz komisch. Ja, ich bin auf jeden Fall jetzt hier im Schlafzimmer, habe mich jetzt umgezogen und bin wieder zu Hause.
Und wie ihr sehen könnt, geht es jetzt ab ins Gym mit Joala zusammen. Die Jubel und ich werden jetzt trainieren gehen. Dominik ist eingeschlafen. Oh, ich wollte euch ja kurz über das Ballonmuseum erzählen. Also es war so, an sich war es wirklich schön gemacht. Es lohnt sich auf jeden Fall, dahin zu fahren. Aber, jetzt kommt das Aber, ich fand, also ich kam überhaupt nicht auf diese Töne klar, auf diese Musik. Ich muss gleich, glaube ich, auf jeden Fall Aspirin nehmen. Mein Kopf, ich habe wirklich sehr schnell gemerkt, dass diese Melodien, die da rauskamen, boah, sie sind direkt in mein Gehirn rein. Und da habe ich schon gemerkt, dass die Kopfschmerzen anfangen. Also das war wirklich komplette Reiz. Also war für mich sehr krasse Reizüberflutung. Du hattest diese Musik, du hattest diese Kulisse, du hattest dieses andauernde, flackernde Licht, immer ging Licht an, Licht aus, Licht an. Und dann die ganze Zeit diese Musik da drauf. Plus die ganze Zeit auch natürlich die Geräusche von den Menschen, die da sind und den Kindern, die auch laut sind. Also ich fand das schon extrem viel. Also ich war wirklich dankbar, als sie da draußen waren. Also die letzten drei Stationen habe ich mir nicht angeguckt, weil ich einfach Kopfschmerzen gekriegt habe. Ja, und dann sind wir spontan Burger da essen gegangen. Auf diesem Platz, ich weiß nicht, wie der Platz heißt. Auf jeden Fall war sehr lecker, muss ich sagen. Es ist so ein Burger-Festival. Jeder Burger kostet 13,45 Euro. Und immer ohne Beilage und ohne Getränke. Und dann ja, hast du halt diesen Burger, dann hast du einen Kassenbon, da ist ein Code drauf. Den kannst du dann scannen und kannst du den Burger bewerten. Also das Brötchen, das Fleisch, die Beilagen, die Originalität und das Gesamtbild. Also ich hatte eins, der Don Dom, oder wie der hieß, der war Schmackofatz, der allererste, den wir hatten. Der war richtig, richtig lecker. Der war der beste. Wir haben drei probiert und das war der leckerste. Dann hatten wir noch einen anderen, der sah echt auf dem Bild richtig lecker aus, aber es war ganz anders als auf dem Bild. Den habe ich wirklich nur 2 bis 3 Bewertungen, also Punkte gegeben. Der war echt richtig schlecht. Der war so matschig und bläh, also der war wirklich nicht lecker. Und der sah komplett anders aus als auf dem Bild. Also wirklich komplett anders. Und der dritte hatten wir, das war Sucuk Feta-Käse-Burger. Der war auch sehr lecker. Der Dominik fand den super, super lecker. Ich fand den lecker. Ich mag keinen Sucuk, aber so an sich war der echt gut. Also man hat da nicht so extrem diesen Sucuk-Geschmack, den man sonst so kennt. Das ist schon penetrant, der Sucuk-Geschmack, finde ich. Ja, sticht sehr hervor. Und das hatte man da gar nicht. Mit dem Feta war sehr lecker. Aber für mich gehört auf dem Burger Cheddar-Käse. Cheddar-Käse und kein Feta. Wie gesagt, es war lecker. Aber für mich war Top 1 einfach dieser Don Dom oder wie der hieß. Der war schon ewig nicht mehr so einen leckeren Burger gegessen. Kein Bacon. Die hatten halt so wirklich Rindfleisch, Brioche. Das Brioche war weich, aber nicht zu weich wie bei dem anderen. Das war auch Weizen. Und das andere war wirklich einfach ein Traum von einem Burger. So lecker. Dort ist halt dieses Patty aus deutschem Rind. Und dann noch so 160 Tage Dry Age Pulled Pork. Ich sag's euch, ein Gedicht von einem Burger. Super lecker. Ja, das war so der Feedback zu unserem Familientag. Wie gesagt, jetzt geht's noch ab ins Gym. Und dann gucken wir mal, wie der Abend sich ergibt. Ich denke mal, die Kinder werden heute auch super pünktlich ins Bett, weil die sind wirklich auch komplett, der Carlos ist komplett durch. Der war von Donnerstag auf Freitag bei Oma und Opa hat er da geschlafen. Der war zwar da pünktlich im Bett, aber trotzdem ist der müde. Am Freitag war er dann direkt danach auch wieder bei Oma und Opa. Danach ist er zu seinem Cousin, wollte der unbedingt hin, als der Dominik die abholen wollte, wollte der nicht mit. Und hat bei seinem Cousin übernachtet und ich glaube, das hat ihm nochmal den Rest gegeben, weil die wirklich super lange wach waren. Dann haben wir gestern auch noch Deutschland geguckt. Der Carlos ist auch wirklich ziemlich schnell auch eingepennt. Für den ist Fußball ja nicht so. Der steht mehr auf Basketball. Und der ist auch recht schnell eingeschlafen und hat auch die ganze Zeit gesagt, Mama, ich bin so müde. Ich so, gehst du heute pünktlich ins Bett und dann passt das schon. Deswegen, wenn ich vom Gym komme, packe ich den in die Badewanne, mache den fertig, gebe dir noch einen Toast und dann kann er direkt ins Bett gehen schlafen. Diese Woche noch Schule und dann haben wir Sommerferien. Freue ich mich auch schon drauf, keinen Wecker mehr zu stellen. Da werden wir auch tolle Ausflüge machen. Wir werden zu Efteling fahren, Toveland fahren. Da wollten wir noch nach Holland, nach Renesse zum Strand und nach Zandvoort wollten wir auch noch zum Strand, genau.
Das sind so die Sachen, die auf jeden Fall auf dem Plan stehen. Dominik hat frei, ich arbeite. Ich gehe dann Dienstag, Donnerstag und Freitag arbeiten. Und die restlichen Tage machen wir dann Ausflüge und gucken, was der Dominik dann so macht, wenn der mit den Kindern alleine zu Hause ist, ob der auch dann was unternimmt oder eher sagt, die machen dann chilligen zu Hause. Mal schauen. Auf jeden Fall werden wir euch dann natürlich auch mitnehmen in den Sommerferien, wenn wir unsere Ausflüge machen. Und jetzt werde ich mir schnell eine Kopfschmerztablette reinpfeifen und ein Haargummi suchen und dann warten, dass die Joanna kommt, damit wir ins Gym können.